Martin hat schon. Martin hat das Wasser verleihen. Das ist gerade mit dem Trinken so scheiße. Und wir haben jetzt gespendet. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Food Show Mini. Ich sehe ein bisschen zerrockt aus. Das liegt daran, dass ich quasi direkt aus dem Bett mich hierher gerollt habe. Naja, nicht ganz direkt, aber egal. Auf jeden Fall habe ich irgendwie gerade so beim Rumräumen. ist mir das wieder in die Hände gefallen. Das liegt hier jetzt schon ein bisschen. Jetzt habe ich vergessen zu gucken, wie die Seite heißt. Fucking. Chiasamen. Moment. Kann ich noch von vorne anfangen? Eichnein.com. Eichnein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Food Show Mini. Entschuldigt bitte. Falls ich ein wenig zerrockt aussehe, liegt das daran, dass ich mich quasi direkt aus dem Bett hierher gerollt habe. Ich hatte aber gerade so beim Rumräumen ist mir das wieder in die Hände gefallen und ich habe jetzt endlich Bock, das zu testen. Also eigentlich habe ich schon länger Bock, das zu testen, aber ich habe es bisher einfach noch nicht gemacht und ich bin sehr gespannt darauf. Gespendet wurde das Ganze von eichenhain.com. Ein sehr, sehr netter Kerl, der da wirklich sehr, sehr coole Produkte zur Verfügung stellt oder mir gestellt hat. Unter anderem einen riesigen Sack voll Chiasamen. Der gute Bertram von eichenhain.com. Vielen Dank nochmal und schöne Grüße. Guckt auf jeden Fall auf die Seite. Das ist nicht nur ein Online-Shop. Die sind da auch sehr, also da gibt es sehr viele Informationen. Es ist auch in so eine Art Blog aufgebaut. Er erzählt da gerade besonders viel über diese Chiasamen und über Ernährung und so weiter und so fort. Wirklich sehr, 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 sehr cool und sollte man sich echt mal auf jeden Fall angucken. Ist sehr, sehr coole Seite. Und wie gesagt, dort kann man dann halt auch Sachen bestellen. Aber das ist eigentlich nicht mal unbedingt das Hauptthema von dieser Seite. Und der war wirklich sehr, sehr zuvorkommend und hat mir außer dem riesigen Sack voll Chiasamen noch drei Produkte zur Verfügung gestellt, die ich sehr, sehr spannend finde. Nämlich drei Stück hiervon. Und wir fangen jetzt hier mit der ersten an. Das sind Cricket Bars. The Original Cricket Bar. Also die echte, nicht die gefälschte aus China. Keine Ahnung. Ja, Cricket Bar, das zeigt euch schon, worum es hier geht. Nämlich, das Ganze ist mit Cricket Flour, also mit Heuschreckenmehl gemacht, sodass halt der Proteinanteil in diesen Dingern relativ hoch ist. Und halt eben mit Heuschrecken drin. Aber allerdings wirklich halt Mehlform. Also man hat jetzt hier nicht irgendwelche Crickets drin, also keine Heuschrecken drin, sondern es ist tatsächlich einfach zermahlen und man wird davon wahrscheinlich auch nicht viel merken. Wir haben hier die Geschmackssorte Aztec Bar, also Aztekenriegel. Dunkle Schokolade, Kaffee und Cheyenne-Pfeffer. Bin ich sehr gespannt. Es ist schon sehr dense, also sehr, sehr, sehr dicht. Es ist recht hart, aber also es hat noch so ein leichtes Flummi-Ding. Ne? Ihr wisst, was ich meine, aber es ist schon recht hart. Also erinnert mich sehr an, weiß ich nicht, an Brownies, sowas in der Art. Haben wir noch irgendwelche Informationen, die interessant sind? Wie viel Protein haben wir denn drin? 5 Gramm Protein pro ein Riegel. Das ist schon nicht schlecht. Ich vergleiche mal mit einem Getränk, das ich hier stehen habe. Da haben wir 0,3 Gramm pro 100 Milliliter. Also 5 Gramm ist schon echt eine Hausnummer. Und das ist schon echt nicht schlecht. Und ansonsten halt Zucker ist natürlich auch drin. Und jede Menge Sodium, 123 Milligramm, oh boy, das geht sogar noch. 2 Gramm Fett, ja, und so weiter und so fort. Egal, ist eigentlich nicht so wichtig. Das Spannende ist halt tatsächlich, es ist kein Soja drin, es ist milchfrei, also auch laktosefrei. Alles natürliche Zutaten und es ist glutenfrei. Ja, so viel zu den Basisinformationen zu diesem sehr spannenden Riegel. Es riecht wie ein Brownie. Es riecht original wie ein Brownie, aber es ist so. It's, how much more black can it be? None. None more black. Es ist echt dunkel. Es lässt sich auch nicht so leicht durchbrechen, aber es ist auch sehr. Also es hat so eine leicht klebrige Konsistenz. So sieht das von innen aus. Ihr seht nicht viel, weil es ist halt sehr dunkel.
Ja, es riecht original wie ein Brownie. Also es ist wirklich sehr interessant. Ich bin gespannt. Bottoms up. Mm. Oh. Mhm. Okay. Oh mein Gott. Das ist seltsam. Das ist nicht schlecht. Aber, oh, da kommt der, oh, holla, da ist der Cheyenne Pfeffer. Der gibt echt nochmal so einen richtigen Kick am Ende. Was man, was ich an was ich als erstes denken musste, als ich da reingebissen habe. So wirklich diese erste, dieses erste Gefühl und der erste Geschmack, der mich da getroffen hat, ist nichts anderes. Also das hat mich sehr erinnert an meine Kindheit, denn ich war früher im Wormser Zoo. Den kenne ich in- und auswendig. Da kenne ich jedes Tier mit Vornamen so ungefähr. Der hat sich mittlerweile echt gemacht, aber damals kannte ich den halt wirklich in- und auswendig. Und da gab es so, da konnte man an der Kasse konnte man so Pakete kaufen, um die Tiere zu füttern. So Tierfutter halt. So ungefähr so groß und ungefähr genau, also naja, ungefähr genau, das ist eine Aussage, ungefähr so ähnlich. Wie der erste Geschmack hat das Zeug gerochen. Ich habe das nie gegessen, aber der Geschmack erinnert mich definitiv daran. Und das ist seltsam. Aber es ist nicht schlecht. Hm. Ist eigentlich sogar ziemlich gut. Alter, dieser Cheyenne-Pfeffer. Wie viel Pfeffer haben die denn da reingepfeffert? Nein, das ist lecker. Das ist tatsächlich sehr lecker und es ist wirklich eine sehr interessante Geschichte. Also wenn ihr gerade, wenn ihr irgendwie so ja, Süße mit Schärfe verbunden mögt, dann ist das auf jeden Fall echt eine interessante Geschichte. Leute, die immer noch irgendwie ein Problem damit haben, Insekten zu essen, weil sie sagen so, ich esse doch keine Heuchricke, ist ja voll eklig. Ganz ehrlich, Leute, in, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren wird das eh darauf hinauslaufen, dass wir alle uns davon ernähren, weil es einfach die billigste und einfachste und wahrscheinlich sogar umweltfreundlichste Alternative ist zu, weiß ich nicht, ein Steak essen. Und so schlimm ist das gar nicht. Es gibt genug Tiere, die sich von Insekten ernähren. Deswegen, also, wenn ihr wirklich mal irgendwie Lust habt, ein Insektenprodukt zu probieren und festzustellen, dass das alles andere schlimm ist, dann kann ich das hier echt sehr empfehlen und, wenn ihr da sowieso keine Befürchtungen vor habt oder das sowieso schon gegessen habt und so und dann das euch egal ist, dann, dann auch auf jeden Fall probieren, weil das ist wirklich ein sehr interessantes Produkt. Ja, auch Nüsschen oder so drin. Und das ist ein Powerriegel, ne? Das muss man sich auch im Kopf behalten. Und gerade für Leute, die vielleicht irgendwie Kraftsport betreiben, Protein ist ja immer ganz gut. Und ja, das ist cool. Finde ich echt gut, aber ist jetzt nichts, was ich, wo ich sagen würde, so, hey, ich gehe jetzt los und kaufe mir davon, weiß ich nicht, eine Euro-Palette von. Aber es wäre auf jeden Fall was, wo ich ab und zu, wenn ich im Laden stehe und stehe davor, so, ach ja, die nimmst du mal mit. Und deswegen, also, ich finde es super. Aber halt nicht so, dass ich sagen würde, ich würde jetzt irgendwie eine Weltreise machen, um mir eine davon zu besorgen. Deswegen gebe ich dem Ganzen, ach, es ist schon wieder so eine Zwischending-Geschichte. Ich habe hier einen Pickel und hier einen Pickel. Sieht das nicht furchtbar aus? Egal. Es ist schon wieder so eine Zwischending-Geschichte, also entweder 6 oder 7. Da der Initial Taste, also der erste Geschmack, der rüberkommt, nicht so das ist, was ich mir erhofft habe, bleibe ich bei 6 von 10 Punkten. Überdurchschnittlich. Also, ne, das muss man sich immer im Kopf halten. Wenn ich das auf 5 Punkte runterbreche, wäre ich bei 3 von 5. Das ist schon nicht schlecht. Es ist aber halt auch nicht übermäßig gut. Deswegen 6 von 10 Punkte. Und ja, ich habe noch 2 mehr davon. Die es aber wahrscheinlich in dem Shop nicht geben wird. Denn das ist auch sehr interessant. Die sind nämlich mit Agave, jetzt muss ich gucken, welche die mit Agaven waren. Sich nichts Falsches erzähle, es kann auch sein, dass die hier mit Agave war. Peanuts, ja, die hier ist mit Agave. Und die hier auch.
Und der gute Bertrand von Eichenhain ist kein großer Fan von Agave. Warum auch immer. Also er erklärt es sogar. Also ihr könnt auf der Homepage gerne nachlesen, warum das so ist. Mir ist das ja sowieso egal. Ich bin da ja nicht so. Aber da steht auf jeden Fall für alle, die sagen so, weg mit dem Zucker, tötet den Raffinadezucker, her mit dem Agavensirup. Da könnt ihr mal rausfinden, dass das auch ziemlicher Quatsch ist, genau wie so vieles, was halt gehypt wird. Ja, die zwei habe ich noch, die kommen auch noch irgendwann. Und ja, das ist einmal, das seht ihr dann. Seid nicht so ungeduldig. Und dann vielen Dank fürs Einschalten. Die Homepage von Eichenhain findet ihr da unten, aber ich meine eichenhain.com werdet ihr auch noch eintippen können. Findet ihr unten in Informationen, in der Beschreibung, meine ich. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Habt einen sicheren und produktiven Tag natürlich. Macht's gut. Bis dahin, euer Gianna Brother.